Kann nicht sein, dass alle Leute dann irgendwie aufs Land fahren müssen, um letzten Endes ihr Cannabis zu bekommen. Das würde CSCs in Großstädten es extrem schwer möglich machen, überhaupt noch etwas zu tun. Und vor dem Hintergrund kann das eigentlich nicht sein. Und deswegen muss es dann eine kluge Lösung. Aber klar ist, der Gesetzentwurf kann sich jetzt noch mal ändern, wird er wahrscheinlich auch. Erleben wir eigentlich immer bei fast jedem Gesetzentwurf, dass nach der Verbändeanhörung und auch nach dem Bundesrat noch mal was passiert. Okay, wie gut, dass ich darauf vorbereitet bin. Ha, so kann die Legalisierung doch kommen. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Also rund um das Thema, wann und wie die Legalisierung seitens der Bundesregierung durchgezogen wird. Worüber ich euch eben hier auf dem Kanal gerne auf den Laufenden halte, genauso wie über das Thema, wenn die Cannabis-Legalisierung endlich durchgezogen worden ist und wir uns die Cannabis-Clubs mal von innen ansehen, worauf ich mich ehrlich gesagt schon am meisten freue. Ja, erst vor wenigen Wochen haben wir uns den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung gemeinsam angesehen, wo wir auf einige Punkte gestoßen sind, die so nicht zusammenpassen, wie zum Beispiel das Thema des Eigenanbaus und die Besitzmenge von nur 25 Gramm. Was in der Hinsicht jedenfalls schon mal Quatsch ist, dass beim Eigenanbau auf jeden Fall mehr geerntet wird. Genauso wie auch die Regelung der Cannabis-Clubs, also wo nicht nur die Abstandsregelung von 250 Meter gelten muss, sondern auch der Social-Aspekt fehlt, also der Konsum vor Ort. Weswegen man eben nicht einfach so mit seinen Freunden ausgehen kann und einfach mal einen entspannten Abend genießen, statt an die Kneipe nebenan. Was somit gesehen alles eben Punkte sind, die in dieser Form einfach geändert werden müssen, beziehungsweise auch laut Aussagen der Bevölkerung und vor allem den Konsumenten geändert werden sollte. Weswegen wir uns heute mal die Aussagen der SPD und auch anderen Politikern ansehen, die nämlich bei den ein oder anderen Punkt durchaus auch noch Änderungen bewirken wollen, bis das Gesetz dann Ende des Jahres fertig verabschiedet wird und wir Anfang nächsten Jahres dann die fertige Legalisierung spüren, beziehungsweise schon mal die Abgabestellen und auch den Eigenanbau. Weswegen wir uns die Aussagen also zu den verschiedenen Themen auch einmal heute genauer ansehen, damit wir schauen können, was uns dann in der Zukunft schlussendlich erwartet. Doch bevor wir nun zu den weiteren Informationen kommen, möchte ich noch kurz auf den Sponsor für dieses Video aufmerksam machen, die auch gar nicht mal so uninteressant sind und auch weitere Informationen bieten. Und zwar Hazefly, die sich nämlich nicht nur für die Legalisierung stark machen und auch das Thema normalisieren wollen, sondern vor allem Informationen über verschiedenste Cannabis-Sorten und auch Social Clubs bereitstellen, was nicht nur jetzt schon eine Bereicherung ist, sondern vor allem auch in der Zukunft einen großen Mehrwert darstellen wird, da dort nämlich alle Informationen zu den kommenden und aktuellen Social Clubs gebündelt auf einer Karte zusammengefasst sind und in der Zukunft gesehen auch sicherlich noch einige Shops dazukommen werden und somit dafür sorgen, dass ihr die perfekte Wahl treffen könnt. So dass man also nicht nur die perfekte Auswahl und Informationen über die Cannabis-Sorten hat, sondern auch noch über die Auswahl des Social Clubs Bescheid weiß, da Hazefly zum Glück diese Informationen praktischerweise gebündelt und zusammengefasst einfach kostenlos anbietet. Also falls ihr daran interessiert sein solltet, bestens über verschiedenste Cannabis-Sorten informiert zu werden, sowie auch über Social Clubs, dann checkt doch auch gerne mal die Seite von Hazefly ab und schaut auch gerne auf den Instagram-Profil von Hazefly vorbei. Alle Links sind jedenfalls in der Beschreibung zu finden. Vielen Dank jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Doch nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede und wir starten direkt mit dem ersten Thema. Und zwar das Thema der Cannabis-Clubs, wo nämlich das Name Social komplett rausgestrichen worden ist. Also man somit vor Ort nicht mit seinen Freunden konsumieren darf. Also keinerlei ausgehen oder aber auch mit Freunden eben in solchen Clubs treffen. Was nicht nur uns, sondern auch der SPD aufschlägt. Weswegen es dazu auch noch Änderungsvorschläge seitens der SPD in der Zukunft geben wird, worüber Carmen Wegge und auch Dirk Heidenblut uns doch ein wenig aufklären. Also direkt mal rein in die Szene. Ich sehe gerade durchlaufend Social Club. Ja, wir wollen Cannabis Social Clubs. Und ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum das im Gesetz nicht abgebildet ist, weil es auch unter dem Aspekt der Gesundheitspolitik, unter dem Aspekt von vielen Punkten, die angesprochen sind, also Kinder- und Jugendschutz, Gesundheitsschutz, aber auch Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Suchthilfe oder mit anderen, absolut Sinn macht, wenn man auch das Soziale im CSC betont. Und dazu gehört auch gemeinsamer Konsum. Auch da kann ich noch nachvollziehen, warum man vielleicht nicht das ganze Umfeld eindecken will und deshalb Umfeldabstand, also in der Öffentlichkeit Abstand haben will, aber warum das nicht im Club geht, ist mir nicht erklärlich, hat sich vom letzten auf den jetzigen Stand eigentlich nicht wirklich verändert, werden wir auch dranbleiben und ist ein Punkt, der uns zumindest sehr am Herzen liegt, denn das kann man, glaube ich, sehr deutlich nach wie vor sagen. Die CSCs sind schon etwas, was wir sehr gerne wollen und was wir ja auch in unserer Partei
mit angesiedelt haben, dass wir das sehr gerne wollen, und zwar als CSC, nicht als CC oder Anbauverein. So viel jedenfalls von Dirk Heidenblut und auch Carmen Wegge, die stellvertretend auch die Meinung der SPD vertreten. Und zwar, dass das Wort Social wieder in Social Club vorkommt und man somit vor Ort mit seinen Freunden auch konsumieren darf in der Zukunft. Worauf wir wahrscheinlich auch alle auf Änderungen hoffen. Festzuhalten bleibt also, dass das Thema auf jeden Fall angegriffen wird. Doch wo wir jetzt schon mal bei dem Thema der Social Clubs sind, kommen wir mal zur Frage, wo diese Social Clubs eigentlich entstehen könnten. Womit wir nämlich beim Thema des Transports des Cannabis sind, also auch von Club zu Club, was nämlich die aktuelle Regelung so gut wie unmöglich in Großstädten machen würde. Also man quasi dazu gezwungen wäre, außerhalb hinzufahren oder große Strecken, ja, bis zu seinem Social Club auf sich nehmen müsste. Deswegen wir dort natürlich auch nochmal die Aussagen von Dirk Heidenblut und auch Carmen Wegge schauen, die die ganze Problematik natürlich auch mitbekommen haben. Und es sind wirklich eine Menge Ungereimtheiten drin. So wie das Transportverbot, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon im Chat ein paar Mal angesprochen worden. Auch da frage ich mich, ob man dadurch nicht mehr verhindert, als das, also das Gute verhindert, was man eigentlich schaffen will. Kann nicht sein, dass alle Leute dann irgendwie aufs Land fahren müssen, um letzten Endes ihr Cannabis zu bekommen. Das würde CSCs in Großstädten es extrem schwer möglich machen, überhaupt noch etwas zu tun. Und vor dem Hintergrund kann das eigentlich nicht sein. Und deswegen muss es dann eine kluge Lösung zu einem Problem geben, wenn es da wirklich ein Problem geben sollte. Ja, wie ihr hört, soll also an dieser Stelle auch das Thema des Transports angegriffen werden, sodass die Social Clubs auch überall möglich sind, also auch in Großstädten, sodass man nicht noch weiter rausfahren muss, was somit gesehen auch völlig unsinnig wäre. Aber eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Thema, dem Thema der Besitzmengen, die momentan auf 25 Gramm zu Hause liegen, was somit gesehen den Eigenanbau quasi unmöglich machen würde, weswegen wir in die Aussagen auch nochmal reinschauen. Und mal schauen, was die SPD dort für Änderungen fordert, beziehungsweise wie sie diesen Eintrag im Gesetzesentwurf findet. Wenn 25,01 Gramm in der Öffentlichkeit auf einmal strafbar sind und wenn ich aber, weiß ich nicht, 300 Gramm Ernte zu Hause habe, bin ich nicht in der Strafbarkeit. Dass das sich erstmal komisch und schwer erklärbar anhört, ist klar. Aber meine Antwort darauf wäre erstmal eine andere gewesen, als die, die Sie jetzt im Gesetzentwurf gefunden haben. Genau. Also ich gebe zu, am Anfang habe ich gedacht, das kann eigentlich nur ein Versehen sein. Also im Grunde genommen, wenn man in einem der Paragraphen etwas dazusetzt, nämlich Eigenanbau und CSC, dann wären die 25 Gramm tatsächlich an der Stelle gar nicht relevant oder nicht so relevant. Aber wenn man sich den Begründungstext durchliest, dann scheint das schon ernst gemeint zu sein. Was natürlich, ich sage das jetzt mal etwas unvorsichtig, ein bisschen absurd schon ist, weil dann brauche ich eigentlich das mit den drei Pflanzen nicht mehr ernsthaft ins Auge zu fassen. Insbesondere, wenn wir uns die Definition von Cannabis anschauen, die würde nämlich schon fast ohne Ernte mich dann jedes Mal, wenn ich mein eigentlich jetzt dann mögliches Recht nutze zum Eigenanbau, sofort wieder in die Strafbarkeit bringen, was ja nun überhaupt nicht Sinn der ganzen Geschichte ist. Ja, da sind wir zum Glück einer Meinung. Also dieser Betrag von 25 Gramm ist einfach nur unsinnig. Und somit gesehen wird das Thema sicherlich noch in der Zukunft angegangen werden, was somit schon mal gute Nachrichten wären und womit wir dann nun auch direkt zum nächsten Thema kommen. Und zwar das Thema der Führerscheinthematik, also was immer mal wieder angesprochen worden ist, aber auch im Gesetzesentwurf aktuell nicht zu finden ist, aber es folgende Aussagen nun seitens der SPD gibt und nun auch seitens des Verkehrsministeriums gehandelt wird. Also hören wir direkt mal rein. Für uns ist völlig klar, zu der Führerschein, zu der Grenzwertfrage muss es auch eine Erklärung geben und muss es eine Veränderung geben. Wir gehen davon aus, dass wenn das nicht in diesem Gesetz erfolgt, und es ist ja nach wie vor in dem Gesetz nicht vorgesehen, dass das dann parallel zum Gesetz in einem anderen Gesetzgebungsverfahren im Verkehrsbereich läuft. Das kann auch womöglich Sinn machen, weil es eben eigentlich ja nicht zwingend den Legalisierungs-, also man könnte es auch im Cannabis als Medizingesetz aufhängen. Es muss nicht zwingend in der Legalisierung oder in der Entkriminalisierung sein. Aber die Zusage nochmal, ich denke, Carmen, das kannst du bestätigen. Wir wollen die Führerscheinfrage auch lösen. Und dass sie jetzt nicht drin steht, das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht angegangen werden wird. So viel kann man, denke ich, recht deutlich sagen. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, was das bewirkt, wenn man eng zusammensteht im Parlament. Denn Volker Wissing hat seine Meinung geändert. Also wir hatten ja sehr lange das Gefühl, dass da gar nichts passieren wird. Und auf einmal will er jetzt doch
eine Kommission einsetzen, die sich jetzt auch schon im Sommer zusammensetzt. Das hat das Verkehrsministerium offiziell bei einer Anfrage bestätigt. Alles klar, sodass das Thema der Führerscheinthematik im aktuellen Gesetzesentwurf fehlt, ist somit kein Fehler und kann vom Verkehrsministerium auch auf anderen Wegen angegriffen werden, was somit ja auch jetzt in der Sommerpause passieren soll und die Beratungen bzw. die Fachmeinungen nun eingehen, worauf nämlich Volker Wissing und das Verkehrsministerium dann die nächsten Wochen bis Monate ein Konzept erarbeiten muss. Also, dass wir alle in der Zukunft dann straffrei auch fahren dürfen, wenn wir vielleicht am Vorabend einen geraucht haben oder vielleicht sogar Leute ihren Führerschein wiedererhalten oder auch angeordnete MPUs nicht machen müssen, worüber ich euch aber dann noch in der Zukunft natürlich berichten werde. Doch wie sieht es nun eigentlich mit der Zukunft aus und den Zeitplan, also durch die ganzen Änderungen und den Gesetzesentwurf, was dann noch passieren soll, wie sieht es da nun eigentlich mit dem Legalisierungszeitplan aus und können wir immer noch am Ende des Jahres mit einer Gesetzgebung rechnen? Also dazu hat Dirk Heidenblut dann auch noch eine weitere Antwort. Gerade ist noch ein paar Mal die Frage nach dem Zeitplan durchgelaufen. Ich hatte das eingangs, glaube ich, schon kurz erwähnt. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Zeitplan durch das, was jetzt sich an Verschiebung nochmal ergeben hat, letztlich nicht massiv beeinträchtigt wird. Der Gesetzentwurf kann, wenn er jetzt im August das Kabinett passiert, problemlos im September ins Parlament kommen. Und mit einer Parlamentsbefassung ab September kann auch dieses Jahr das Gesetz durchaus verabschiedet werden und theoretisch in Kraft treten. Ob es besonders sinnig ist, das am 1.12. in Kraft treten zu lassen und nicht am 1.1., lasse ich mal dahingestellt. Ich persönlich fände es aber einfach als Signal schon gut, wenn wir 23 richtig was noch erreichen würden. Okay, also da bleibt uns nur zu hoffen, dass es bei den Worten bleibt und dass die Legalisierung sich eben nicht noch weiter verzögert und am Ende des Jahres dann endlich auch in die Gesetzgebung geht, worauf wir uns alle wahrscheinlich freuen. Also dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres straffrei konsumieren dürfen. Doch was ihr dazu sagt und auch denkt, dass der Zeitplan eingehalten wird, das lasst mich doch gerne mal hier unten in den Kommentarform wissen. Alles andere, was die Legalisierung angeht, also die Entkriminalisierung, Legalisierung Säule 1 und auch 2, das werde ich euch natürlich weiterhin hier auf dem Kanal berichten. Also lasst mir auch gerne ein Abo da, falls euch das Thema interessiert. Mich würde es jedenfalls sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch nun noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video schon mit neuen Informationen wieder. Bis dann und eine schöne Woche.